Übrigens sind auch die letzten beiden Videos gelb, also ich mache nicht mehr damit Geld. Also supportet das, lasst Likes da, feiert das einfach. Das bringt mir gar nichts, das bringt nur Unterhaltung. That's all I want. Kommentiert irgendwas für den Algorithmus, lasst Likes da und folgt rein auf Ehre. Kuss. Ich wollte gerade einen Kuss mitmachen irgendwie, ohne meinen Mund zu zeigen. Das war nicht so gut. Letzte Mal bei der Vlog, maybe nochmal. Sagen wir 35.000, machen wir. 35.000, maybe. Digga, 50.000 ist crazy, 45.000. Wir machen 35.000 auf Ehren. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog aus Marbella. Es ist 12.30 Uhr. Die Jungs waren schon wieder joggen. Ich habe ungefähr 10 Stunden geschlafen, ich schwöre. Anders halte ich das auch nicht aus, denn es geht wieder ins Low. Ihr wisst Bescheid. Ihr habt wahrscheinlich schon das Video gesehen. Wir gehen wieder ins Low. Deswegen viel Spaß mit dem Vlog. Lasst ein Like da und kostenlos abonnieren, bitte. Danke. Und hier, Fußball-Struggles höchstpersönlich. Ich kann nicht die Latschen anziehen, weil sonst die ganze Zeit denke, dass sie meinen Zehen angucken. Der Mann ist blau und der Mann ist blau. Deswegen habe ich Vormann dabei. Das ist einfach jeder. Jeder Schwanz hat schwarze Nägel. Das kommt vom Fußball. Okay? Warum zeig mal deinen Zehen. Nee, Marlon meinte gerade, mein Handy ist hässlich, deswegen habe ich es geändert. Wo ist er? Hat er so meine Konfidenz geklaut. Das Ding ist rappelvoll. Wir stehen hier schon seit 10 Minuten, wir kommen nicht voran. Scheiße. München. Wow. Tasche ab, Jungs. Tasche ab. Ich check es nicht. Du musst immer deine Tasche so abmachen. Oder über einen Arm. So hier geht's. Kommt der Juli über einen Arm. Ganz viele Hähnchen sitzen bereit. Die Betten sind noch nicht verteilt. Oh, was ist denn da? Ich habe mir jetzt diesmal keinen Cheeseburger geholt, sondern einen normalen Burger. Da ist Salat und sowas drauf. Und ich glaube, ich muss meinen Durchfall rauslassen. Ich glaube, vielleicht treibt auf die Toilette. Ganz einfaches Beispiel, eine Obli. Ich muss auf Toilette. Die Toilette ist dort. Und man läuft den langen Weg, um auf Toilette zu kommen. So ist der Plan. Sofort, dass das kostenlos ist. Kostenlos? Alter, Schöne sieht aus wie so Dings. Sandbank und es sind Seerobben. Ja, guck mal. Maybe auch aufsetzen? Classic Mädels im Now einfach irgendwo rumstehen und dann am Pool setzen und Warte machen. Und dann von selber kriegst du einen Tisch. Das ist der Unterschied. Krosse Krabbe ist unfair. Oder die geht auf die Sandbank. Juna macht sich auf der Stange bequem. So, noch sieht es hier so aus. Viele essen auch vorher, hier links, bevor die reingehen. Aber also ich weiß nicht, wie das Essen dort ist, aber da ist Essen auf jeden Fall nicht so gut. Wasser! Nicht gut? Fatal! Also wirklich fatal. Hast du das einmal abgebissen auch, ne? Direkt. Wieder schlecht. Ey. Bapp. Ja. Langsam füllt sich der Lachs. Langsam füllt sich auch mein Glas. Aber es ist noch relativ früh. Es ist gerade so dabei, dass alle Tische weg sind und sich langsam die Verteilung der Gruppen entscheidet. Wird schön über uns. Ich hab gegessen, trinken, chillen. So, das Ding füllt sich hier. Baru, baby! Auf meinem Tisch liegen 2 Racks. Bin zu fett. Eins aus, ein Soroski. Eins auf, Pilakowski. Warum, baby, wenn ich nur noch ein bisschen auf. Schinken Fleckos, 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 Schinken
break it up, not break that shit down. And I get high with my baby. I just let them all, I'm getting fly with my baby, yeah. So I can but trust these old CD won't be when a wish nigga wants ya. So, 18 Uhr, langsam ist die Luft raus, zumindest bei uns. Ich muss pissen und zum Glück sind hier so viele Deutsche, dass ich einfach bei denen pissen kann. Toilette full, full, full. Geil! Ja, war warm! Ey, war so warm die ganze Zeit. Ich schwöre, ich wollte auch die ganze Zeit schon rein. Ayo, Lama! Ayo, Lama, zieh durch! Hey. Haare sind baby, die Schuhe rein. 50 Euro mit den Rags. Auf meinem Tisch liegen die Rags. Frag, was hast du gedacht? Ich bin nicht nur für ne Nacht. Sie ist die Schönste hier im Club. Sie lässt keinen an sich ran. So, wir sind back home. Bin mit Doppel-Goliath unterwegs. Pass auf links ist seine Tasche, weil er hat die vergessen. Wieder. Also in 45 Minuten ist Champions League. Hey, Real Madrid! Ich spiele ja zwei Kontakte, wir spielen ein bisschen Fußball, gehen im Pool. In dreiviertel Stunde ist Champions League Finale. Wir müssen noch was essen. Digga, ich habe bis jetzt nichts gegessen, außer den schlechten Hamburger schon wieder. Der Party Report vor der Villa! Peter, wir chillen wahrscheinlich. Ich kann mir nicht garantieren. Ich denke eher nicht, dass wir morgen nochmal irgendwas machen. Ich hoffe, es war cool anzusehen. Auf jeden Fall war es ein cooler Tag, ne? Cool, gut. Gestern oder heute besser? Gestern. Gestern? Gestern oder heute besser? Heute. Karun, das reicht schon. Einfach nicht von ihm. Auch heute oder gestern? Beides. Heute, beides. Der Mann genießt jede Sekunde auch. Also, maybe warst du schon mit den Marbella-Vlogs, beziehungsweise mit den Pool-Vlogs, die ihr euch so gerne wünscht. Ich weiß es auch. Lasst Like da, lasst Liebe da. Natürlich auch kostenintensiv. Kraftintensiv auch vor allem. Ich merke, ich komme in meine Jahre, Digga. Ich bin nicht mehr so hip wie früher. Früher, wenn wir jetzt noch jeden Abend ins Mirage, letztes Jahr, jeden Abend sind wir im Nau gegangen und abends nochmal ins Mirage, nochmal feiern. Jetzt bin ich froh, dass Champions League läuft, damit ich Ausrede habe, damit wir nicht noch was machen müssen. Come on, City! Come on, City! Come on, City! So, der Tag ist auch vorbei. Wir haben jetzt noch gammelt, haben YouTube-Videos geguckt nach dem Finale. Und gehen jetzt schlafen. Es ist jetzt 1 Uhr oder so. Ich glaube, morgen machen wir ruhig. Wenn nicht, werdet ihr sehen. Vielleicht war es auch der letzte Vlog. Also, maybe kommt der nächste Vlog bei Willi. Check mal schon. Deswegen ist das aus Marbella. Auf der Bucketlist steht... Wow, eine Kakerlake. Kurz. Hier. Auf der Bucketlist steht demnächst erstmal nichts bis Rolling Loud Portugal. In München werde ich nicht sein, weil da zu viele Leute sind, die mich kennen. Und da kann ich das Konzert genießen, deswegen gehe ich nach Portugal. Da werden bestimmt nicht so viele sein. Das wird sehr geil. Könntest du mal das Line-Up einblenden, um auf dem neuesten Stand zu sein. Folgt gerne auf Instagram, kommt heute auch wieder ein Bild. Und falls ihr die Möglichkeit habt, zu Rolling Loud in München zu gehen, geht dorthin. Trust me, ihr werdet es nicht bereuen. Kostet zwar ein bisschen, aber das sind Erinnerungen, die werdet ihr nicht vergessen. Rolling Loud oder allgemein so Festivals kann ich euch sehr empfehlen. Auch Frauenfeld oder was auch immer. Was für euch am besten passt, bestes Line-Up ist in München. Da würde ich hingehen an eurer Stelle. Auch nur einen Tag, wenn es sein muss. Die ersten beiden sind, glaube ich, gut. Ja, also wenn ihr noch am Grübeln seid, trust
geh hin. Wieso sagst du denn, dass du nach Portugal gehst? Weil vielleicht nach Portugal kommen dann, was weiß ich, 50 Leute oder so jetzt wegen mir. Aber ist ja entspannt. So, aber wenn im Roundup München 20.000 Leute sind und von da kenne ich, sagen wir, 500. Es sind mehr, aber trotzdem 500, das ist schon anstrengend. 50 in Portugal ist entspannt. Deswegen, was wir machen. Portugal ist entspannt. Deswegen war ich auch in Thailand. Vielleicht gehen wir noch nach Miami. Muss ich noch schauen. Da ist das krankeste Line-Up, aber ich habe ein bisschen Angst vor Miami. Also wegen USA-Crowd und ich habe ein bisschen Angst, dass es zu heavy wird. Ich schaue mir erstmal Portugal an, danach werden wir gucken. Also ich glaube, sonst steht nichts auf dem Plan. Das können wir gerne reinschreiben, falls ihr irgendwas, mir irgendwas empfehlen könnt, was ich machen kann oder so noch im Sommer. Aber eigentlich steht jetzt kein Urlaub mehr bevor, außer jetzt die Rolling Loud-Dinger. Miami, Portugal, das nächste Monat. Und nein, ich gehe nicht zumal es Auftritt in den Megapark. Ich kann nicht mehr in den Megapark, ich kann es nicht mehr. Meine Binde, Toni Kroos, hat Nationalmannschaft aufgehört. Ich habe meine Binde wieder und damit retire ich, okay? Ich gehe nicht zu Kalle nächste Woche Auftritt. Falls ihr hingehen wollt, Donnerstag oder so, am 15.06. ist Kalle mit Marc und so auf der Bühne. Geht gerne vorbei. Danke auch, dass ihr die so supportet. Die haben jetzt fast 1 Million Streams. Das ist crazy. So, Inkos geht raus. Macht doch gerne weiter. Aber ich werde nicht da sein, ne? Aber, wenn ihr Kalle sehen wollt, auch im Megapark unten, Sander. Ja, ich glaube, ich habe euch gar nichts mehr gesagt. Zu now. Ja, heute war richtig gut, war sehr voll. Gleiche Gesichter wie letztes Mal. Also man kannte schon die meisten. Mir ist wirklich aufgefallen, dass wirklich richtig viele Deutsche hier sind und Österreicher auch. Viele auch von den Vlogs inspiriert und so. Also viele vertrauen auf meine Meinung, das freut mich. Marbella ist jetzt ein Spot geworden, nicht nur für Engländer, sondern auch für Engländer und Deutsche. Also richtig viele Fußballer so sind hier, habt ihr gesehen. Heute war sehr cool, war viel voller als gestern. War ja auch so angedacht wegen Wochenende. Aber wir sind nicht mehr so crazy Turner mit Frauen und so. Wir haben alle unsere Frau zu Hause und so, weißt du? Deswegen. Ihr seht mich ja jeden Abend hier allein im Bett um 0 Uhr, 1 Uhr, sonst was am Chillen. Falls ihr Bock habt auf ein Fußballquiz, wir haben bei Marlon eins aufgenommen. Danach ist unten in der Videobeschreibung, guckt euch gerne an. Ja, das war's dann mit dem Urlaub mit den Jungs. Die Jungs so kriege ich nur einmal im Jahr zusammen, leider wegen Fußball und so. Ja, also war eine sehr coole Woche. Wir sind noch nicht am Ende, aber von den Vlogs denke ich mal schon. Deswegen genießt das letzte Video oder die letzten Videos. Lasst gerne ein Like da. Folgt mir auf Instagram, lasst hier ein kostenloses Follow da, um die nächsten Vlogs nicht zu verfassen. Rolling Loud Portugal wird lit. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt, du willst mich mitnehmen, komm vorbei, wenn du mich lernst. Ich bin jetzt 18, nein, ich weiß nur nicht aus, ich bin dein Wingman. Check mit Karte, Hände auf und was willst du drehen? Mit dem Regen kann ich mich einbauen. Oh mein Gott, Yeah.